Seid gegrüßt und willkommen zur 15. Episode meiner Stoneshard Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Immer noch nichts Neues hier. Essen muss ich nicht, trinken muss ich nicht. Noch nicht. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Und öffnen die Tür nach unten und hoffen, wir überleben das. Und bekommen irgendwann mal ein Level up. So zur Abwechslung. Oh Gott, zwei auch noch. Kommt schon, warum? Ich habe mich doch vorher gespeichert, oder? Ja, doch, habe ich. Was soll ich schaffen mit den beiden? Keiner hat ein Schild. Okay, der hat aber wenig Leben verloren. Das finde ich gar nicht gut. Level up. Ich glaube, Level up konnte ich ja kostenlos hier beanspruchen. Wir nehmen einfach mal alles auf Leben. Ja, das hätte ich natürlich besser hier auf Schild. Irgendwas Schild. Oh, Schildwall. Oh, das nimmt auf jeden Fall. Ausweichen, Chance geht runter, aber ich kann blocken. Nehme ich das jetzt oder nicht? Ich teste es mal. Okay, wie steht's gerade? Ich bin verwirrt. Der ist besser dran. Ich würde ja eh gerne... Okay, ich hab's geschafft. Menschenfänger, Kampfmesser, Schiene. Kann ich mich eh wieder hier hinhocken und heilen? Oh Gott. Heilen. Und du doch zweimal Salbe da. Na super. Schmerz, Durst, Hunger, passt. Hackmesser. 36, 125. Hallo? Was? Ja, wir hauen erstmal hier alles kaputt und sammeln was zu essen ein. Hallo? Hauen? Danke. Oh, Geld. Immer gut. Ach ja, heilen. Nicht, dass gleich einer von hinten kommt, weil ich hier so einen Radau mache oder so. Ey, 102 nur. Hört auf. Schmerz, Durst. Oh, Durst. Na, ne, wir warten noch, bis wir 25% Durst haben. Oder 25 Durst. Hunger 8%, das heißt, ich könnte hier so ein paar kleine Sachen essen. Todeskappe. Wegwerfen. Ja, für eine Todeskappe dabei gehabt. Ne, 5% macht das hier? Ne, dann nicht. Da, da, da. Wie teuer kann ich denn das Ding verkaufen? Nur so aus Interesse. 187, das ist irgendwie wertvoller als das hier. 125. Ruhedach. Okay. Hier war ich schon drin. Oh, hier kann ich noch was kaputt hauen. Oh, wieder Geld. Cool. Und wir gehen wieder eine... Oh, hier ist Käse noch. Den nehme ich natürlich mit. Ach ja, habe ich Platz für die Weste? Nicht wirklich, obwohl... Hier geht's ja doch noch weiter. Ach, kommt. Gut, gehen wir erst hier rein. Oh, verdammt, wieder zwei mit Schild. Bist du der Anführer? Bandit? Gefolgsmann? Nö, ich gehe einfach. Könnte ich mal Fallen herstellen? Ich frage mich gerade... Oh, die können mir natürlich folgen. Ach, Kacke. Ach, nö, ich will nicht wieder down gehen. Einmal warten. Charge da auch noch. Geblockt. Ich glaube, das Blocken bringt es echt irgendwie. Jetzt kommt der andere auch noch. Ich muss den hier erstmal besiegen. Oh nee. Oh damn. Ich glaube, mein Schild ist kaputt. Och nö. Und der hat halt gar nichts, ne? Und ich so 38 HP nur noch. Ich heile mich mal ein bisschen. Hey, die haben mich aber nicht getroffen. Blocken. Er natürlich mich getroffen. Habe ich ihn wenigstens getroffen?
Oh, den habe ich besser getroffen, aber jetzt ihn hier nicht, ne? Der hat auch ein Schild, das ist doch kacke. Er blockt halt immer, die greifen beide an. Ich gehe jetzt down, ne? Ach, kommt schon. Das kann doch echt nicht sein. Mann. Oh, ich will nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Habe ich hier noch irgendwas drin zum Verkaufen? Rufen? Wie rufen? Okay. Witzig. Ein Zaubernrolle? Nee. Oh, gehe ich halt wieder den ganzen Kram ver... Was konntest du nochmal? Ausblock, bla bla bla. Nee. Naja, hier ist es quasi Full House. Durst und Hunger habe ich natürlich. Das heißt Brot essen. Wasser trinken. Wasser trinken. Dann gleich nochmal versuchen, den Typen hier auszunehmen, weil wir gerade Nacht haben. Irgendwie. Jetzt hat er Geld. Okay. Ich verstehe das nicht. Nee, Moment, hat er dafür Geld? 65 hat er nicht. Braucht aber dennoch was zu essen. 65. 20 macht das. 41. 10, 14. Nicht lieber zwei davon. Fisch haben wir hier auch. Nee. Hat er jetzt Geld? Ja, hat er. Jetzt nicht mehr, doch. Die Zwiebel kann ich auch noch essen irgendwann. Ich muss echt wieder essen. Wow. 10, ja. Was hiervon? Die Zwiebel essen wir auch. Dann gucken wir, dass wir den Kram wieder mal verkaufen. Und eventuell hat ja der Schmied was Neues für uns. Ach nee, es ist ja Nacht, ne? Och nö. Oh doch, der ist da. Zeig mir deine Waren. Hat natürlich nichts. Ah, das Veilchen wollte ich verkaufen, das Ding hier auch. Genau, alles weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Aber halten wir erstmal, das hier ist alles nicht so. Der hat auch den Schild nicht mehr. Der hat doch irgendwie andere Sachen dann. Der hat auch nichts an Rüstung oder so. Ne. Nö, nö. Ja, die Nahrungstanten sind alle weg und der Nahrungsfleischonkel da. Wer ist die denn? Habe ich die schon mal gesehen? Nö. Oh, was hast du? Bitte arbeite. Gut. Oh, jetzt hat er geschienter Arm. Oh, 500 noch was, genau. Hm, was ist das hier? Stirnband? Nee. Handschuhe? Alle natürlich nicht besser. Doch, Stiefel könnten besser sein. 470. Ah, alles klar. Das hier auch nur so ein paar Prozent besser. Blutenresistenz, aber obwohl... Schon eigentlich 1% besser. Ach, nehme ich die. Ich verbessere hier nur leicht irgendwie alles. Oh. Kleiner gesteppter Mantel. 6 Schutz. 2690. Alles klar. 401. Gepolsterte Lederweste habe ich ja auch. Lederweste. Ja, das bringt mir nichts. Rüstungskappe. Oh, die ist aber besser. Meine ist auch schon echt am Sack. Das bedeutet, ich kaufe die hier. Danach kein Geld mehr. 2 Gold bekommen dafür. Oh je. Das heißt, ich muss wieder gucken, dass ich beim Kräutertypen, dass ich da, wie auch diese neue Kappe aussieht. Oh Mann. Kräutertyp hier, Heilungstyp. Gehen wir mal zu dir und kaufen uns. Muss ich wieder irgendwas verkaufen, ne? Nö. 15. Ich wollte das identifizieren. Jetzt muss ich wieder diesen Tausch machen. Ach komm. Obwohl, das reicht, wenn ich das hier verkaufe. Dann kann ich mir hier noch eins von holen. Yay. Oh Mann. Das war aber so ein dummer Trick. Dann kann ich nicht einfach so verkaufen. 2. Gut. Ich glaube, das hat mir nicht viel weniger eingebracht als... Als wenn ich mir jetzt diese identifizierende Schriftrolle geholt hätte. Hätte ich ja wieder Verlust gemacht und dann irgendwie für 7 oder so verkauft, aber 15 dafür bezahlt oder so. Oh Mann, gehen wir also nochmal zurück und versuchen es erneut. Und ich weiß, ich gehe einfach runter. Ich gehe gar nicht mehr da oben in diesen Raum rein, auch wenn da jetzt komplett was anderes sein könnte. Bis ich durchkomme. Wir gehen jetzt hier auch mal ein bisschen querfeldein.
keine Lust mehr auf den Weg zu achten. Oder den Weg entlang zu gehen, eher gesagt. Bitterklee? Ich wollte ja. Ach, sammeln wir auch nicht mehr ein. Hilft ja eh nichts. Wir sterben ja so oder so. Ich überlege auch gerade. Vielleicht brauche ich echt. 14? Ja. Vielleicht brauche ich ja echt irgendwas für den Fernkampf. Das nehmen wir jetzt aber mit. Die Klette auch. Liegt auf dem Weg. Also das wird zumindest irgendwie Pfeil und Bogen nutzen, um schon mal nutzen, um die Gegner von etwas weiter weg zu penetrieren. Eventuell ja sogar diesen Feuermagiespruch da, den ich ja mit dem Tutorial-Charakter hatte. Naja, ich schaue einfach mal, wie das jetzt hier läuft. Bei dem, keine Ahnung, sechsten Durchgang. Todeskappe, Fliegenpelz will ich nicht. Kiefernkappe. Ja, das hatte ich ja für... Ach, kommt schon. Da ist noch eine. Ach, komm, ey. Warum? Das haben die wieder draußen wachen. Und ich wette, der zweite kommt gleich auch angehoppelt. Erstmal ein bisschen weiter weggehen. So. Kann ich noch nicht hin. Dann kommen wir ja. Charge. Aber er hat uns nicht getroffen. Wir haben ihn getroffen. Und er hat auch sogar eine Rumpfverletzung davon getragen von meinem Angriff. Aber er könnte mich durchbohren. Wir machen mal hier wieder unsere Initiative übernehmen. Er hat mich ein bisschen getroffen, aber dafür ist er auch mit zwei Hieben down. Oh, oder auch nicht. Leichte Handverletzung, verloren Initiative, weil ich die habe, genau. Angriff. Was treffen? Seine Sachen nicht mehr. 4 HP. Er sollte abhauen, ganz ehrlich. Okay, wir sind voll geheilt durch unser Level Up. Oh, nee, ich nehme aber keine Heilsalbe. Stärke oder Vitalität? Nahkampfschaden, Blockenchance, wir nehmen das hier. Dann gucke ich wieder, was ich hier nehmen kann. Doppelwaffen? Nee. Kampfmeister? Defensive Taktik aktiv? Blocken und Seite? Was? Blocken und Ausweichen? 4% maximal? Ja, von der Sicherheit erhältst du einen Stab, der Effekt bis 5 Stab. Okay. Moment, Ende. Solange wie Feinde innerhalb des Sichtfelds sind. Oh, das ist cool. Ich glaube, das nehme ich. Passiver Bonus? Hallo? 5% Abklingzeit, Fertigkeit? Ja, nehmen wir das. Muss ja irgendwie testen, ne? Nehmen wir das Ding wieder mit, weil es Geld bringt und gehen zum nächsten Gegner. Wen haben wir denn? Ist das wieder der? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ist das wieder alles zurück? Aber ich habe doch das hier schon. Ich war doch auf jeden Fall schon drin. Komisch, komisch. Gehen einen zurück. Bin immer noch nicht dran? Nee, lassen wir ihn eben. Oh, machen wir das hier. So gefällt mir das, mein Freund. Das heißt, je mehr Gegner, desto mehr Stacks davon habe ich. Initiative verloren, 83. Aber wir sind ein bisschen im Rückstand mit dem... Oh, das war ein Crit auf ihn, glaube ich. 56. Das überleben wir. 39, wir haben 68. In die Fresse abschauen, meint er noch. 21 HP. Wir machen einmal unseren Bluten-Skill. Wodurch er auch getroffen sein sollte. Jo, leichte Kopfverletzung. Handverletzung, erhobener Schild. Ich krieg Angst. Aber wir haben Initiative schon hochgesteckt. Das hier ist ja nur einmal. Wenn es mehr geht, hätte ich einen Vorteil. Echt? Ernsthaft? Der hat geblockt? Der nächste Hieb haut ihn halt um, ne? Echt nicht? 3%. Wow. Leicht verschätzt. Wir machen nochmal hier Bluten. Und er ist down. Wow. Energie, bla bla bla. Ja, wir sind es natürlich. Das sollte aber weggehen jetzt. Für jeden in der Nähe, Gegner und so. Rundschild haben wir ja selber. Gucken, ob seiner vielleicht noch besser ist als meiner. Okay, der ist schlechter. Also 44 hat Leben oder Haltbarkeit hat er noch. Haben wir was zum Braten? Nö, müssen wir essen. Wow, 13% Hunger. Wir müssen uns auch heilen. Ich habe nur noch das Brot. Nee, das hier habe ich auch noch. 10%. Große Generation, nehmen wir das auch. Heilsalbe. Heilsalbe, Heilsalbe. Dann rasten wir hier.
Da. Theoretisch kann ich den nicht wieder neu looten, ne? Nö. Oh, wehe, drin sind auch wieder alle zurück. Das wird mich ja etwas aufregen. Oh ne, bloß kein Heiserbefehl verschwenden. Wir haben ja nur noch zwei oder so oder drei Anwendungen. 106. Wir haben jetzt alles auf Stärke gesetzt eben. Aber dafür dann auch beim Skill nicht euer verdammter Ernst. Das ist wieder komplett zurückgesetzt. Ach komm. Man kann also nicht einfach rausgehen. Hä, aber. Oder kann man nur einmal. Hallo? Ja, komm her. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich charge direkt rein. Bist du vielleicht der Anführer? Bandit, Verbrecher. Nö. Leider nicht. Was ist denn mit dem? Kipp um. Danke. Bauernflegel. Ach komm. Kläger. Super. Ey, dass der nicht direkt. Wow, was war das denn? Knüppel. Ja, die richtig wertvollen Sachen habe ich jetzt hier gesammelt. Die richtig wertvollen Waffen. Hock dich mal hin und heil dich und verliere halt. Oh Gott, du bekommst Durst. Hunger. Oh Gott. Wir müssen gleich echt trinken. Und wir müssen trinken. Brot lohnt sich nicht. Apfel? Apfel essen wir mal. Oh Mann. Das wird eh wieder. Ach, das ist drei hoch. Das kann ich hier. Das wird eh wieder nichts werden. Ich sterbe wahrscheinlich gleich wieder. Tomate. Und oh, alles abgeschlossen, ob ich mich das nervt. Truhe. Das ist doch schon mal gut. Wow. Non, aber wir haben Heilsalbe. Das ist echt gut. Das ist echt gut. 5% essen wir. Was? Nein, nicht bewegen. Ich hätte auch direkt aus der Truhe essen können. Cool. Geh mal hier hoch. Kein Gegner in Sicht. Das ist schon mal schön. Hallo, warum haust du nicht richtig drauf? Flasche mit Öl. Kann ich gut verkaufen. Ich kann doch nicht immer nur rein und wieder rausgehen. Ist auch Kacke. Oh, verdammt. Wo kommt er denn her? Oh. Aber er hat einen Überläufer. Okay. Hat er benutzt? 87, okay, wir hauen drauf. Hiermit. Was ist das denn? Heldentum. Ah, cool, ein Buff. 75 hat er aber. Ich habe 82. Habe ich Schmerzen, weil er mich wieder getroffen hat. Oh oh. 19, er ist gleich down. Immer noch nicht. 3%. 7, okay. Blutung. Danke. Blitzspeer. Ich denke mal, der Knüppel ist nicht so viel wert. 70. Naja. Oh, sind gut verletzt. 1, 2, 3, ein. Oh Gott. Das ist echt dumm. Ich kann auch nicht rasten. Aber der Gegner ist ja nicht zu sehen. Hallo? Ich konnte mich wenigstens etwas heilen. Okay, den kriegen wir, den kriegen wir. Ernsthaft? 5%. Plumpes Falchion. Eben vergleichen. 88, 31. 31. Hauptsache, ich sammle erstmal ein, anstatt mich zu heilen. 1, 2, 3 Heilsalbe verbraucht, theoretisch. Praktisch auch. Nicht gut. Ich könnte jetzt echt wieder zurückgehen, ne? Ich meine, ohne Heilung werde ich nicht weit kommen. Okay, ich level halt, ne? Aber das ist halt auch das Einzige, was ich tue. Hören wir mal auf zu reggen. Okay, ich werde auch kein Level abbekommen. Ich gucke mal, ob ich noch was looten kann. Knüppel? Nee. Hier oben könnte es ja sicher sein, weil der Gegner ja gekommen ist und keinen mitgebracht hat. Ich meine, wenn ich gleich nicht heilen kann, muss ich halt zurückgehen. Oh, Rettich. Wir können auch bald wieder essen durch das ganze Geheile.
Oder Geraste zum Heilen. Entweder ist es hier irgendwas ganz Böses hinter der Tür. Oder wir haben Glück. Ich esse erstmal den ganzen Kram hier auf. Das hier auch. Oh, bloß kein Alkohol trinken jetzt. Das hier auch. Dahin, dahin. Dann gucken wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Nichts. Am liebsten wäre mir ja, dass der Banditenanführer schläft oder so. Okay, einfacher Bogenschütze, ausgestoßener Mensch. Ja. Ja, da kann ich nicht hinchargen. Werde ich nicht, wow. Was ein Typ, ey. Der wird nicht lange überleben, denke ich. 63, oh, er hat mich auch schon auf 80 runtergehauen. Immer noch 63. Das ist nicht gut. Hallo? 55? Ach komm schon. Wehe, der. Ich hatte einen Crit gelandet. Zweiter Wind. Oh, ich hoffe bei mir. 11%. Ja, ich habe mich geheilt. Zweiter Wind. Oh, Lederköcher hat er aber. Ja, das hat halt mehr Dings, aber hier kann zwei Stapel aufnehmen. Jagdbogen. Jagdbogen, der ist gut. Ach so. Wechseln. Bögen, Jagdbogen, 116. Warum kann ich denn... Ach so, Jagdbogen. Wäre echt cool, wenn ich mich hier hinlegen könnte. Ins Bett. Aber nö, geht ja nicht. Müssen wir uns erstmal irgendwie heilen. Also indem wir uns einfach hinsetzen und warten. Und den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich kann einfach... Oh, hier draufhauen. Und einfach hier die Tür aufmachen. Und wenn hier keine Heilung ist oder 1000 Gegner, dann hau ich ab. Ach ja, wieder alles verschlossen. Ich werde... Oh Gott, zwei Gegner wieder. Ist das der Banditenanführer vielleicht? Gefolgsmann und du bist ein einfacher Bogenschütze, ne? Wilderer, okay. Ach, muss ich halt reinchargen, ja. Ich warte einfach, bis die keine Pfeile mehr haben. Aber die treffen wahrscheinlich gleich. Oh, der kommt auf mich zu. Dann gehe ich hier einen zurück. Moment mal. Ah, da trifft er mich wieder, ne? Charge! Oh, das war ein Crit auf ihn. Und er blutet sogar. 4% haben da. 71, ich habe aber 75 und es sind zwei Gegner. Das ist gar nicht schön. Und er hat die Tür getroffen. Das ist gut für mich. Aber ich habe weniger HP als er hier vor mir. 43 zu 60. Ich hoffe, der Bogenschütze trifft auch mal ihn oder so. 32 gegen 23. Ich sterbe wieder. Och, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich habe auch noch nicht mal... Wenn ich jetzt mich umdrehe, bin ich eh tot. Ich muss angreifen. Toll, danke, dass ich ihn besiegt habe. Der trifft mich jetzt und ich bin down. Wie ich es vorhergesagt habe. Okay, ich würde sagen, ich beende die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gern bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um zu sehen, ob ich es nochmal versuchen werde oder nicht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.